Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Donnerstag, der 28. April 2016. Blicken wir ein wenig zurück. Der DAX ist immer noch in der Verschnaufpause, aber großer Verkaufsdruck scheint zumindest per gestern eher nicht aufzukommen, denn der DAX konnte gestern sogar leicht zulegen, nämlich um ungefähr 0,39%. Die Mehrheit der Einzelwerte innerhalb des DAX waren auch im Plus. Für die drei Nebenwerte-Indizes galt Ähnliches. Der TecDAX konnte sogar positiv herausragen, legte um 1,48% ungefähr zu. Der Eurostoxx 50 und der S&P 500 jeweils leicht im Plus, also auch von der Seite hier kein allzu großer Störfaktor oder Gegenwind. Das geht so in Ordnung und ist eigentlich auch ein ganz netter, schöner Verlauf. Kommen wir nochmal zurück zu den USA. Gestern war natürlich wichtig, was die amerikanische Notenbank, die Fed, sozusagen hatte und ob man hier etwas herauslesen konnte über die weitere Zinspolitik bzw. die Aggressivität in der Zinswende. Wie zum Beispiel die Börsenzeitung berichtet, hat man gestern darauf verzichtet, an der Zinsschraube zu drehen. Allerdings gab es wohl das Signal, dass eine Zinserhöhung näher rücke. Ja, und wenn wir schon beim Thema Zinsen oder Notenbanken sind, offenbar macht die Bank of Japan ihr Portemonnaie dann zunächst doch noch nicht weiter auf. Das meldet jedenfalls Börse ARD und am japanischen Aktienmarkt, das scheint das heute eher schlecht anzukommen. Der Nikkei kräftig im Minus, nämlich um etwa 3,6%. Kommen wir zu Deutschland, zur deutschen Konjunktur und konkret hier zum deutschen Arbeitsmarkt. Das Statistische Bundesamt Destatis meldete für März einen Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen um 1,2% gegenüber dem Vorjahresmonat. Erwerbstätig waren nach Angaben von Destatis rund 43,2 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland. Das entspricht einem Zuwachs von 530.000. Andererseits ist die Zahl der Erwerbslosen rückläufig gewesen. Nach einem Minus von 137.000 lag die Zahl bei knapp 1,9 Millionen Personen. Kommen wir zu zwei Unternehmensschlaglichten hier vom deutschen Kurszettel, nämlich zum einen Deutsche Bank, heute natürlich ein großes Thema. Es gab Rückgänge zu berichten von Seiten der Deutschen Bank für das Auftaktquartal 2016. Die Erträge waren um 22% schwächer, bei ungefähr 8,1 Milliarden Euro. Die Aufwendungen sind zurückgegangen um etwa 17% auf 7,2 Milliarden Euro, also nicht ganz so steil zurückgekommen wie die Erträge. Das Vorsteuerergebnis minus 61% auf 0,6 Milliarden Euro ungefähr. Das Nachsteuerergebnis war etwa 58% schwächer mit 0,2 Milliarden Euro. Aber haben Sie es gemerkt, 0,2 Milliarden Euro, das ist ein Wert auf der positiven Seite der Skala, also kein Verlust. Wie Börse ARD beschreibt, hatten Analysten wohl einen Verlust von 300 Millionen Euro erwartet. Somit wäre das Ergebnis etwas besser als erwartet und das scheint an der Börse wohl auch nicht so schlecht anzukommen. Denn die Aktie ist heute kräftig im Plus, etwa 4,2% war es vorhin. Damit war die Deutsche Bank der stärkste DAX-Einzelwert und neben der Commerzbank übrigens auch der einzige Gewinnerwert unter den DAX-Aktien heute Morgen. Ja, das andere Schlaglicht kommt aus dem MDAX, nämlich Wacker Chemie. Es gab auch hier Zahlen. Im ersten Quartal lag der Umsatz um 1,5% ungefähr unter dem Vergleichswert mit gut 1,31 Milliarden Euro ungefähr. Das EBITDA etwas deutlich auf der Minusseite mit 14,3% auf ca. 229 Millionen Euro. Darin enthalten sind allerdings auch Anlaufkosten für den Standort Charleston in Tennessee. Das heute jetzt für sich allein genommen natürlich nicht unbedingt vom Hocker, aber Wacker Chemie gestaltet die Ergebnisprognose ein wenig optimistischer. Beim Umsatz rechnet man weiterhin mit leichtem Wachstum, konkret mit einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Aber das EBITDA auf vergleichbarer Basis ohne Sondererträge soll um 5-10% zulegen. Nach der vorherigen Schätzung sollte das EBITDA leicht steigen. Für das Konzernergebnis wird indes ein deutlicher Rücksetzer erwartet, also eigentlich eine recht gemischte Ausgangslage, die man hier so zu bieten hat. Was macht die Aktie heute Morgen daraus? Sie kann zulegen, vorhin waren es etwa 1,76%. Ja, kommen wir dann zum Terminkalender hier mit Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist angesetzt beispielsweise für Japan die Information über die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen bzw. die Kernraten. Für Deutschland die Informationen über die Arbeitslosenzahl und auch die Arbeitslosenquote. Und es soll heute auch eine Vorabschätzung geben über die Entwicklung der Verbraucherpreise hier in Deutschland. Außerdem aus den USA
dann am Nachmittag unserer Zeit beispielsweise die Information über die Entwicklung bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Und heute soll auch die erste Veröffentlichung kommen zu der Wirtschaftsleistung oder zu der geschätzten Wirtschaftsleistung der USA im ersten Quartal. Das ist natürlich schon eine wichtige Meldung. Ja, ansonsten wieder mal viele, viele, viele Unternehmensmeldungen bzw. Zahlen, die für heute angesetzt waren. Beispielsweise Amazon kann man hier anführen, Bristol-Myers Squibb, Cut Oil, ConocoPhillips, also ConocoPhillips, besser gesagt, Deutsche Euroshop, Dow Chemical, Fielmann, Ford Motor, Grenke Leasing, Mastercard, Siltronic und auch Volkswagen. Ja, kommen wir damit auch zur Strategie. Der DAX heute Morgen etwas schwächer, aber immer noch recht bequem über dem Bereich um 10.100 Punkten. Das ist so ein bisschen die Orientierungsmarke. Es wäre eigentlich ein recht gutes Rücksetzerniveau für die Atempause. Da liegen wir noch etwas drüber. Insofern geben Sie dem DAX ruhig auch noch weiterhin ein wenig Zeit. Danke, dass Sie dabei waren. Das war's für heute, Ihr Walter Thissen.